China ist ein Land, das man bereisen sollte, das man bereisen muss. Aber wenn man gesagt hat, man ist 10 Tage in China vielleicht unterwegs gewesen und möchte ein bisschen Urlaub machen, dann kann ich Ihnen sagen, fliegen Sie nach Hawaii. Dann werden Sie sagen, nee, das geht ja gar nicht, ist auf der anderen Seite der Welt. Nein, das Hawaii von China ist Sanya. Und bei mir ist jetzt eine Dame, die hat uns am Donnerstag so plastisch erzählt, wie schön es da ist. Am liebsten wäre ich gleich losgeflogen. Und zwar ist es Frau Wan Yang Forgert. Sie vertritt Sanya in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und hat alles, was man über diese Insel wissen muss. Das ist also wirklich ein Urlaubsparadies. Frau Forgert, wie lange machen Sie das schon? Und Sie müssen ja immer jeden Tag glücklich sein. Genau, also seit 2009 habe ich die Stadt Sanya auf der Insel Hainan kennengelernt und dann seitdem arbeiten wir zusammen, arbeite ich für Sanya in Deutschland und wie Sie sagten, in deutsch sprechenden Ländern in Europa. Genau, wie wir hinkommen, haben wir schon gestern geklärt mit dem Kollegen mit Hainan Airlines, ab Berlin abends ins Flugzeug sitzen, nachts ein bisschen schlafen, morgens ankommen, kein Jetlag etc. So, und dann komme ich da an und dann muss ich mir ein Hotel suchen und es gibt nur eins? Oh, es gibt so viele Auswahl. Also von Höhestandard 5-Sterne-klassige Hotels bis auf also kleine Pension. Es gibt genügend Auswahl für Sie, für jeden, der hinfahren möchte. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen erzählt, dass Sanya unheimlich lange Sandstrände hat. Wie lange sind die denn? 258 Kilometer lang. Also, wenn Sie einen Strandspaziergang machen, lassen Sie sich Zeit, nehmen Sie sich was zu essen mit. 283 Kilometer kann man nicht schaffen, aber man wohnt direkt, so wie in Hawaii, direkt am Strand und kann sofort ins Meer? Ja, das hängt von Hotels ab. Also, wir haben mehrere Buchten in Sanya, also Sanya Bay, Yalong Bay, Haitang Bay und Dadong Hai. Es gibt insgesamt 19 Buchten. Die meisten Hotels, also die Strände entlang, gibt es immer Hotels, wo man übernachten kann und kurzen Weg zum Strand haben kann. Also man muss nicht extra nochmal 5 Kilometer fahren, nein, mit dem Bus und dann wieder aussteigen etc. Natürlich gibt es auch Hotels im Zentrum, im Stadtzentrum, aber am Strand entlang gibt es genügend Hotels, wo Sie auswählen können. Restaurants schätze ich mal auch dazu. Ja. Ich konnte ja jetzt schon mal ein bisschen testen hier auf der ITB. Genau. Wunderschöne, wie nennt man sie? Maultaschen. So wie bei uns, aber in Deutschland sind die etwas größer, aber ihr macht die ganz anders, ne? Ja, also bei uns ist etwas kleiner, aber wir haben verschiedene Inhalte drin, also wie Gemüse, Fleisch kann man sich auch wählen, auch für vegetarisch auch. Also wenn man vegetarisches essen möchte, gibt es auch genügend Auswahl in Hainan. Genau. Gibt es in neuen Sanya vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, ich würde mal gerne bei so einer Familie wohnen, ja, und mal so traditionell wohnen? Bis jetzt sind wir, also haben wir für chinesische Gäste, aber für deutsche Gäste würde ich sagen, ist es schwierig wegen der Sprache. Ja, genau, die sprechen ja nicht alle Englisch, nein, und sprechen alle Chinesisch. Also das heißt, wir müssen ein bisschen Chinesisch lernen und dann kommen wir, da kommen wir gern. Genau. Aber was würden Sie sagen, wie lange muss man dort bleiben oder sollte man dort bleiben? Eine Woche Minimum, ne? Ja, also Minimum würde ich sagen 4 bis 5 Tage, wenn Sie eine Rundreise gemacht hätten oder wenn Sie über Hongkong fliegen, macht die Sache auch ganz viel leichter, weil über Hongkong, wenn man in Sanya ankommt, beantragt man nur Landungsvisum. Das dauert nur 10 Minuten, 15 Minuten höchstens und mit diesem Visum können Sie auch weiter nach Shanghai, Peking fliegen und kostet weniger als 25 Euro. Viel günstiger, als man in Deutschland Visum beanträgt. Aber dabei muss man aufpassen, man muss über Hongkong oder über Ausland nach China ankommen.
Also was Sie brauchen, einen gültigen Pass, keine Vorstrafen, Sie dürfen niemanden geärgert haben, sonst dürfen Sie in Hongkong wieder zurückfliegen. Aber wenn Sie das alles erfüllt haben, können Sie ganz problemlos nach Sanya fliegen, kriegen dort in 10 Minuten in Ihrem Pass den Stempel, dass Sie da sind und können eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen Urlaub bis 4 Wochen gemütlich genießen und können dann auch mal sagen, okay, ich fliege nach 3 Wochen mal weiter nach Shanghai oder ich fliege nach Peking oder sonst was. Also Sie können alles machen, aber im Vordergrund steht natürlich Sanya. Und wenn ich sage, da möchte ich gerne hin, ich möchte es mir vorher mal anschauen, wo kann ich das? Dann meinen Sie Sehenswürdigkeiten? Nein, auf der Website, welche Webseiten gibt es? Ach so, hier, unsere Sanya-Webseite, www.sanyatour.de. Und ich sitze auch in Berlin. Sie können mich jederzeit über die Seite erreichen, da gibt es Kontakt zu finden. Genau. Also dann rufen Sie einfach Frau Vogert an, schicken ihr eine Mail und sagen, ich würde gerne hinfahren, geben Sie mir bitte viele, viele Informationen, sagen Sie mir, was es kostet. Sie organisiert das alles für Sie, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Sie brauchen dann nur noch mit allem, was Sie in der Hand haben, zum Flughafen Schönefeld einsteigen und sagen, ich bin mal im Urlaub, ich bin dann mal weg. Deswegen, genau. Nach Hawaii, Chinas. Genau. Frau Vogert, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit hatten hier auf der EDB. Und wenn Sie auf die EDB noch kommen sollten, dann kommen Sie einfach in der Halle 26C vorbei. Sie finden den Stand gleich neben den China und Sie können gar nicht dran vorbeigehen. Es sind viele, viele nette Mädels da, viele nette Kolleginnen von Frau Vogert da, die Ihnen alle Informationen geben. Und dann können Sie gemütlich nach Hause gehen, mit Ihrem Bankmenschen sprechen am Montag und sagen, ich möchte da gerne mal hin. Und dann machen wir das einfach so. Und ich würde sagen, wir sehen uns einmal irgendwann nochmal in Sanya. Muss man. Okay. Ja, Sie sind herzliches Willkommen. Vielen Dank.